Jo, hi Onliners! Heute ist der vierte. Jo, hi Onliners! Heute ist der 5.8., der 5. August 2011. Und es ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich der Tag nach dem Launch des Projektes. Und außerdem ist Freitag. Das heißt, fast Wochenende. Ja. Stüng wohnt noch bei uns. Könnte sein, dass er vielleicht bald eine Wohnung findet. Naja, Diana ist auch zur Arbeit. Und ehe ich in den Keller gehe, und ich glaube, ich darf jetzt ein wenig aufatmen, wenn natürlich für das Projekt wird immer noch irgendwas kommen, so an Nacharbeiten. Aber ich glaube, ich muss es jetzt einfach mal ein bisschen locker angehen lassen. Sonst laufe ich irgendwann mit dem Kopf ganz böse vor die Wand. Also stelle ich mich in die Sonne und lass mich bescheinen. Ja, mache ich nicht so lange, weil erstens blendet sie und zweitens, es ist noch feucht, weil es kann sich ja nicht zusammenreißen und muss dann öfter mal vom Himmel pinkeln. Ja, also vom Gartenkürbis gibt es nichts Neues zu berichten. Es wächst halt. Und ich würde gerne um volle Sonne bitten. So mindestens bis frühen Nachmittag, weil dann könnte ich vielleicht unter Umständen Rasen mähen, ehe morgen der Restbesuch kommt. Ja, auch beim Hokkaido nicht wirklich was Neues, wächst halt auch. Aber definitiv was Neues beim Butternusskürbis. Das da ist eindeutig eine weibliche Blüte. Genauso wie die da, was wir ja schon vermutet hatten. Das heißt also, auch bei dem geht's los. Yay! Heute ist ein relativ entspannter Tag. Der Launch gestern ging total super gut. Ich habe jetzt zwar heute ein bisschen Technik-Support gemacht für in Mitte, aber alles in allem lässt sich das gut an. Ich habe ja diese Woche auch nochmal ordentlich Zeit zusammengeknüppelt. Ja, nee, ist klar. Ich aus dem Keller, ne, Feierabend machen und es regnet. Na, super. Dann gehen wir nochmal das Freitagsthema aufnehmen, wa? Jo, das Freitagsthema. Heute mal wieder ein Thema, was nicht mit Politik oder so zu tun hat. Das habe ich ja diese Woche schon ein paar Mal eingestreut. Sondern mit Social Media. Ja, die meisten von euch wissen ja, dass ich auch so ein Social Media Fuzzi bin. Also ich bin ja nicht so ein Marketingberater, sondern ich sehe das tatsächlich von der technischen Seite. Und ich habe ja schon das ein oder andere Vlog mal zum Thema soziale Netzwerke etc. gemacht. Und diese Woche geistert bei Facebook gerade mal wieder so ein Pseudo-Aufreger rum, der dann beim genaueren Betrachten allerdings zu einem richtigen Aufreger wird. Um was geht's? Auf einer ganzen Menge Pinnwänden tauchte auf, Facebook zeigt die Nummern an, dieses und jenes, und teile das weiter, damit alle Bescheid wissen und so weiter und so fort. Und zwar kann man in seiner Freundesliste kann man nachgucken, beziehungsweise man kann sich die Freunde anzeigen lassen, die zum Beispiel ihre Telefonnummern angegeben haben, und die werden tatsächlich auch angezeigt. Sprich, das heißt, ich sehe die Telefonnummern von meinen Freunden. Das Problem ist natürlich, dass dieser Begriff Freund bei Facebook ja sehr weit gefasst ist, und es gibt ja Leute, die quasi das 5000er Limit ausgemaxt haben. Das heißt also, die haben 5000 Freunde. Das heißt also, bei 5000 Leuten, so sie denn haben, steht auch ihre Telefonnummer. So, das war das, wo sich viele darüber aufgeregt haben, gesagt haben, ja, ich habe doch aber gar nichts mit meinem Handy und Facebook zu tun. Das, was man da sieht, das haben die Leute selbst eingegeben. Das heißt also, diese Telefonnummern, die sind nicht von woanders gekommen, sondern die haben die Leute eigentlich selbst eingetragen. Sie haben dann, wenn das nicht beabsichtigt war, dass Freunde die sehen können, haben sie einen Fehler begangen und haben quasi die Sichtbarkeit nicht eingeschränkt. Ich selber habe meine Telefonnummer auch angegeben, weil wenn man zum Beispiel Facebook-Entwicklung macht, braucht man ein verifiziertes Facebook-Konto, und das geht entweder mit der Telefonnummer oder der Kreditkarte.
Rat mal, was ich ungefährlicher finde. Trotzdem wird meine Telefonnummer niemandem angezeigt, weil da habe ich einfach in den Einstellungen gesagt, anzeigen nur mir. Das heißt also, die ist da zwar drin, aber niemand hat Zugriff drauf. Und dann fiel mir auf, nee, das ist noch ganz was anderes, was problematisch ist. Das sagten dann, oder die ein oder anderen Leute, die sich da auch mit beschäftigt hatten, meldeten sich dann langsam zurück und sagten, naja, Moment, es gibt bestimmte Facebook-Apps oder auch Apps von Facebook für Handys, die bieten mir an, das komplette Adressbuch aus meinem Handy zu übertragen, damit ich halt all meine Kontakte auch in Facebook habe. Ja, das ist so kritisch zu sehen wie dieser sogenannte Freundefinder, wo ich quasi meine Login-Daten für mein Konto mehrfach angebe und lasse Facebook eben mal meine ganzen E-Mail-Kontakte lesen. Das Problem ist, wenn ich das dann da von Hand eingebe und sage, okay, ja, dann hab ich den Fehler begangen. Im Fall dieser Apps war es so, dass wahrscheinlich einfach irgendwann mal eine Freigabe erteilt wurde für irgendwas. Und dann haben sie ungefragt die Daten nach Facebook geschaufelt. So, jetzt werden die Leute sagen, ja und? Sieht ja keiner. Ja, ist ja richtig. Sieht keiner. Solange keiner bei Facebook einen Fehler macht und diese Daten, die zum Beispiel gar nicht zu irgendwelchen Facebook-Konten gehören, sind da drin und haben überhaupt gar nichts da in irgendeiner Art und Weise drin zu suchen oder mit zu tun. Ich will Facebook da nicht mal unterstellen, dass sie in irgendeiner Art und Weise versuchen werden, diese, ja, sag ich mal, Daten ohne Facebook-Bezug zu monetarisieren, dass sie die versuchen irgendwie zu verkaufen. Wir benutzen zum Beispiel diese Daten, um Kreuzbeziehungen hinzukriegen. Ne? Ein ganz einfaches Ding. Ich importiere von zwei Leuten, die nichts miteinander zu tun haben, ihre Handykontakte. Und siehe da, ist zweimal die gleiche Telefonnummer und ein Name drin. Diesen Namen und die Telefonnummer habe ich zwar bei mir nicht im System, aber ich weiß, diese beiden Leute haben irgendwas miteinander zu tun. Peng, habe ich eine neue Beziehung aufgestellt. Ja, was ist denn das Schlimme daran? Ne, das Schlimme daran ist, dass man halt mit ja, diesen Daten doch durchaus ungewollte Beziehungen konstruieren kann, die jetzt bestimmte Leute nicht unbedingt wollten. Und sind wir einfach ganz ehrlich, das Speichern dieser Daten, vor allem ohne die Zustimmung der eigentlichen Inhaber, verstößt ganz krass gegen die informationelle Selbstbestimmung. Das heißt also, es kann nicht sein, dass irgendjemand meine Daten, obwohl ich zum Beispiel, ich will mit Facebook gar nichts zu tun haben, dann plötzlich meine Daten bei Facebook importiert. Das in die gleiche Richtung geht das Problem mit der Gesichtserkennung. Das Argument der Leute, die sagten, ich weiß gar nicht, worüber was ihr euch aufregt, war immer, naja, dann sage ich einfach, man darf mich nicht taggen und gut ist. Ja, das ist richtig. Aber das Problem setzt ja viel, viel weiter früher an. Das Problem ist ja, dass diese biometrische Erkennungssoftware tastet jedes, aber auch jedes in irgendeiner Art und Weise hochgeladene Bild ab und erkennt Gesichter. Sprich, wenn es ein Gesicht erkannt hat, speichert es die biometrischen Daten dieses Gesichtes. So, und wenn jetzt zum Beispiel parallel zu diesem Gesicht noch ein Name existiert, wird der auch gespeichert. Wenn dieser Name ein Facebook-Konto ist, weiß man, aha, okay, ist ein Facebook-Konto. Wenn jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder diese Daten erkannt werden auf dem Bild, weiß Facebook, aha, das ist also ein Nutzer XY. Ah, aber der hat gesagt, ich darf dem anderen Nutzer nicht vorschlagen, dass er das sein könnte. Gut, nichtsdestotrotz sind die Daten, obwohl der andere das gar nicht wollte, sind die Daten da drin. Er hatte das nicht in der Hand, das Bild hochzuladen, er hatte nicht in der Hand, ob es gescannt wird und er hatte nicht in der Hand, ob sein Name in Verbindung mit diesem Bild gebracht wird. So, und jetzt kann man ja auch Tags auf Bilder anbringen und Namen angeben von Leuten, die gar keine Facebook-Konten haben. Deren Namen, deren Gesichter landen ebenfalls in der großen biometrischen Datenbank. Und da ist doch das Problem. Es geht darum, dass da
Daten erfasst, gesammelt werden von Leuten, die nicht mal wissen, was da passiert und die mit Sicherheit auch was dagegen hätten wahrscheinlich. Also nehmen wir Leute, die bis jetzt immer ganz gut schaffen, zum Beispiel ihre Realnamen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ich habe da bewusst drauf verzichtet, andere nicht. Ja, und jetzt werden irgendwelche Jugendbilder irgendwo hochgeladen oder irgendwelche, sag ich mal, Privatpartybilder, 90. Geburtstag Oma. Tja, und plötzlich werden da irgendwelche Gesichter getaggt. Tja, und schon ist der Name eigentlich bekannt. Es gibt da keine Lösung für. Sie haben es gemacht. In Ordnung. Das ist aber jetzt auch nur eine Erklärung, um zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte, ich glaube von Hamburg, darauf besteht, dass die biometrischen Daten verschwinden, weil die wurden erfasst ohne die Zustimmung der Leute. Und das geht jetzt nicht, dass man sagt, ja, dann hätte ich da kein Konto bei Facebook aufmachen müssen. Ich hoffe, das habe ich ausgeräumt. Das passiert auch mit Leuten, die gar kein Facebook-Konto haben, weil jedes Gesicht wird erfasst. Das ist so, wie wenn ihr mit Frankreich mit der U-Bahn fahrt. Es ist so, wie wenn ihr mit dem Auto nach Oslo reinfahrt. Jedes Gesicht wird fotografiert und biometrisch festgehalten. Und das ist eine Sache, die gehört eigentlich nicht in die Hände von so einem Service wie Facebook. So viel zum Thema informationelle Selbstbestimmung und Facebook. Ja, schon klar, ne? Jetzt gehen wir nämlich einkaufen für morgen, für meine lustige kleine Geburtstagsfeier. Alter, und da ist die brüllende Sonne wieder draußen. Dafür ist ja schon dreimal Schauer war. Hier, auch alle wieder zu Hause. Da. Hallo Schnuffel. Schön, ne? Die haben hier echt schon Kürbisse. Schnuffel. Ist Jona Gold säuerlich? Naja, so halb. Schnuffel, soll ich uns schon mal vielleicht so auf Verdacht Butternuss mitnehmen, damit wir für nächstes Jahr gerne haben? Warum? Traust du deiner Kreation nicht? Das kommt schon aus Deutschland. Weil du musst jetzt noch keine Kürbisse kaufen. Okay, dann sind die viel zu früh dran, ne? Ja. Ja, na, egal was es ist, es ist. Esspapier, Muscheln. Es ist nicht gesund. Nee, aber durchaus lecker. Ja, essen auch Chips. Eigentlich dürfen wir ja nicht. Nee, dürfen wir nicht, aber machen wir trotzdem. Da hinten gerade zu, sind das Backzutaten? Kannst du das erkennen? Ja, ich glaube, das sind Backzutaten. Dann geh ich da mal schnell hin. Ja. Was macht ihr denn da? Na, der Stünk kriegt halt nichts zu essen bei uns. Was ist denn da? Da ist allerdings Joghurt drin. Lecker, lecker Brotaufstriche? Meerrettich-Streichcreme und Kräutertomate. Hund und Söhne. Was für Söhne? Na, Hund und Söhne. Berliner Straße 17. Da, Hund und Söhne. Nee, das ist ein Auto. Das ist da jetzt zum Fahren. Also. Hab ich doch gar nicht. Ja, die Anna isst nämlich da drüben, nämlich jetzt den Obststand leer. Die kriegt zu Hause auch nicht. Ja, die kriegt nämlich auch nichts bei uns. So, ich habe schon mal mit der Pizzasauce für morgen angefangen. Momentan ist es nichts außer ein Topf mit andünstenden Zwiebeln. Und wen es interessiert, ich habe das schon mal in komplett gemacht, die Pizza, inklusive Rezept. Und das verlinke ich einfach mal hier so. Ja, schmeckt eigentlich immer ganz gut. Und insofern sagen wir einfach schon mal Tschüss. Ne? Muss ja ewig viel Material hier sein. Ne? Schnuffel, Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Sehen wir uns nicht mehr. Ne, doch, wir sehen uns noch. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schnuffel.